Ja, jetzt geht's weiter mit der Hexenverfolgung. Und zwar sind wir jetzt angelangt ganz am Anfang, 1419. Das Wort Hexerei tauchte zum ersten Mal auf, woraus sich dann das Wort Hexe gebildet hat. Also das ist Synonym für das Böse. Ja? Wie ich schon in einem anderen Video angedeutet habe, bedeutet dieses Wort eben halt, ein Wesen sitzt auf einem Zaun mit dem einen Bein in der magischen Welt und mit dem anderen Bein in der irdischen Welt oder menschliche Welt, je nachdem wie man das nennen möchte. Ja, also Gelehrte aus Theologie schufen das Bild der Hexe als Handlanger des Teufels. 10 Jahre, also 10 Jahre nach 1419, loderten rings um den Genfer See die ersten Scheiterhaufen. Das war dann so 1429. Es wurde auch ein Knabe geboren, der zu einem Hexenjäger heranwuchs. Und das war Heinrich Kramer, ein unscheinbarer Junge, der dann ein Hexenverfolger wurde. Von der Kirche her. So wie ich über ihn gelesen habe, war der eigentlich eher mehr selber ein Besessener, weil ohne Rücksicht auf Verluste. Zack, zack, zack. Einer nach dem anderen. Also 1430 bis 1505 hat Heinrich Kramer gelebt. Er war der Autor des Hexenhammer und als Inquisitor einer der Wegbereiter der Hexenverfolgung. Ja, der frühen Neuzeit war das dann. Er wurde bekannt als Hexentheoretiker. Er war Dominikanermönch. Leider sind von ihm keine Bilder überliefert. Man wusste aber, dass er Probleme mit Frauen hatte, was vielleicht auch irgendwie in inneren Art Hass oder Abneigung, so eine starke Abneigung zu Frauen gegenüber in ihm bildete, dass er noch mehr hat auf den Scheiterhaufen bringen lassen. Ja, jetzt sind wir schon 1480 angelangt. Die Hexenverfolgung in Europa. Nein, das muss ich jetzt ein bisschen getrennt machen. So, also hier kann man jetzt sehen, zum Beispiel, es hat ja in der Schweiz angefangen. Trotzdem waren es weniger als in Deutschland. Da waren es nämlich am meisten. Man kann sagen, es war wirklich eigentlich überall in ganz Europa. Ja? Portugal, Spanien, Italien, Irland, sogar Island. Ja? Island, was ziemlich weit vom Schuss ist. Russland sogar. Aber Deutschland am meisten. Ja, gefolgt dann von Polen und Litauen. Dann erst die Schweiz, Österreich und Tschechien. Ah, Frankreich auch noch mit. So. Die anderen schon ein bisschen weniger, aber England halt auch, ne? Hier. Ja. Dann habe ich hier noch so, ja, kein sehr schönes Bild, aber eben noch ein paar Bilder. Und zwar muss ich jetzt erst selber schauen. Das hier ist die Hexenverfolgung in Frankreich. Als Bild. Also ich teile es mal wieder auf, dass man es besser sehen kann. Also hier sieht man die Hexe, die über dem Feuer hängt. Und hier kann man eben halt die schaulustigen Bürger im Hintergrund erkennen und die Wachen. Und hier kann man eben auch sehen, der Geistliche und hier die nächste Hexe, die verbrannt werden sollte. Ja, und hier haben wir Bilder aus Frankreich, beziehungsweise ein Bild. Das ist das hier oben, wo eben halt eine Frau an einen Pfahl gebunden wird, um sie dann nachher zu verbrennen und ja, hier sieht man die Nonnen. Hier, Geistliche.
Hier unten haben wir Hexenverfolgung in Großbritannien und Irland. Was schon ein bisschen spektakulärer dargestellt wurde, was man vielleicht nicht so gut erkennen kann. Hier ist ein Baby. Ja? Die Beschriftung zu dem Bild war, dass eben halt eine Frau von denen schwanger war. Und das Baby deswegen in die Richtung springt, ist ja wohl klar, weil es ja nicht verbrannt werden wollte. Aber ist klar, dass das so nicht geht. Es ist nur bildlich dargestellt. Aber da hat man auch keine Rücksicht genommen. Das Kind hatte ja dann auch das böse Blut in sich. Ja, ja Hexenverfolgung dann auch in Skandinavien. Dann, ja. Hexenverfolgung in Osteuropa. Haben wir hier ein Bild. Und zwar gab es einen Fürsten, der wirklich Dracula hieß. Und zwar ist er hier dargestellt. Und als Zeichen seiner Macht hat er eben seine Opfer aufspießen lassen. Ich kann nicht genau erkennen, was er da isst, aber mir würde das Essen vergehen, wenn ich neben denen da essen würde. Ja, und hier sieht man eben halt, wie der Mann hier die Leichen zerstückelt, hier in der Hand. Hinbein, ja. Ja, es war schon sehr schlimm. Ja, und hier unten steht eine Frau, die als Hexe in Verdacht gerät, ist vor dem Gericht. Sie beteuert ihre Unschuld, während sich das Opfer hier noch auf dem Boden wälzt. Ja. Das ist auch so typisch für Besessenheit. Aber ich meine, man kann jeder die Besessenheit selber vorspielen. Da muss man nicht wirklich selbst besessen sein. Ja, hier und da gab es natürlich auch verschiedene Intensitäten der Hexenverfolgung, weswegen dort mehr Scheiterhaufen brannten und dort weniger. Und zwar habe ich als Vergleich rausgepickt Deutschland, also Köln direkt, und Italien. Ja? Also in Deutschland wurde viel die Folter angewandt, wo dabei schon viele gestorben sind und es gab keine Verteidiger. Ja? 25.000 Tote. In Italien gab es gar nicht die Todesstrafe. Wenig Folter und die Beschuldigten hatten Verteidiger. So, hier keine Verteidiger, Deutschland, hier Verteidiger, Italien. Und warum? Das hat mit dem Gerichtssystem zu tun. Ja? Wenn ein Gerichtssystem mehrere Instanzen hat, also man kann Berufung einlegen, man kann Revision einlegen, ist die nächsthöhere Instanz, dann und effektiven obrigkeitlichen Kontrollorgane hat, ja? Bundesgerichtshof ist noch mal eins weiter, ja? Wo jeder schaut, was der andere eigentlich vorher gemacht hat, gab es eben halt weniger Hexenverfolgungen, weil das wurde dann doch irgendwie noch gesittet geregelt. Ja, 1484. Da wurde die Hexenbulle erwirkt vom Papst Innozenz VII. Das ist eine päpstliche Anklageschrift gegen Hexen. Darin ordnete der Papst an, Heinrich Kramer zu helfen, ihn zu unterstützen, selbst mit auf die Jagd zu gehen nach den Hexen. Ja? Egal wie, Hauptsache, sie wurden gefasst. Ja? Heinrich Kramer war ja ein einfacher Mönch und dadurch ist er richtig aufgestiegen. Er hat voll Karriere gemacht, kann man sagen. Ja? Seine Schreckensspur, muss man sagen, zieht sich durch fast ganz Mitteleuropa. Ja? Das könnte man jetzt praktisch vergleichen, wie das liegt uns ein bisschen näher, Hitler. Ja? Er hatte auch eine Spur hinterlassen. Und so war es eben halt damals mit Heinrich Kramer. Ja, vielleicht nicht so schlimm, aber
Eigentlich auch ganz schön. Ja, es gab sogar Leute, die nicht dem Credo Heinrich Kramers glaubten. Sie wollten auch nicht helfen. Es gab zum Beispiel auch einen, ja, Bischof, der sich geweigert hatte, ihm zu helfen. Und da muss man ja sagen, der Papst ist ja viel höher wie der Bischof. Ja, der Papst hat das angeordnet und der Bischof muss das eigentlich machen. Dann ist bestimmt der Bischof gleich in Bedrängnis gekommen. Ja, vielleicht schafft der mit dem Teufel zusammen. Ja. Oder vielleicht ein Bürgermeister, der dagegen war. Ja. Weil das Dörfchen ja bisher friedlich gelebt hat und so. Er ist halt einfach rumgezogen, Heinrich Kramer, und hat das und das verkündet. Ja. Ja, und dann war es soweit. Der Hexenhammer wurde veröffentlicht. Kam der Buchdruck auf von Heinrich Kramer. Ja, das Bild bringt jetzt eigentlich nicht sehr viel. Ja. Es ist einfach ein dickes, dickes Buch gewesen. Nennt sich Malleus Maleficarum. In diesem Buch stand eben drin, wie man eine Hexe verfolgt. Ja. Prozessordnung stand drin, eben halt so, wie er es sich vorgestellt hat. Jetzt nicht so Prozessordnungen wie heutzutage bei den Richtern, Anwälten und so, sondern eben seine eigene. Und dadurch, dass er sowieso schon irgendwie Abneigung gegen Frauen hatte, kann es ja auch sein, dass er vielleicht überhaupt irgendwie, ja, nicht so ganz normal war. Und das war auch der Fall. Und zwar, er war ja besessen von seiner Arbeit, ja, getrieben von fanatischem Glauben und dem Frauenhass, ja, litt er unter Verfolgungswahn und Allmachtsfantasien. Er ist in kürzester Zeit so schnell wirklich sehr hoch aufgestiegen. Ja. Bei Hitler hat man jetzt das Gleiche beobachten können. Der ist ja dann auch irgendwie machtwahnsinnig geworden in der Richtung. Und da gibt es ein Zitat. Ich weiß jetzt nicht, ja, das hat ein Forscher gesagt, dieses Zitat hier. Und zwar, Kramer hätte am liebsten alles verfolgt, was irgendwie von dem Glauben abwich, den er sich vorstellte. Das war ja dann vielleicht sogar jeder. Ja. Das Auftreten der Hexe interpretierte er als ein sicheres Vorzeichen für das bevorstehende Ende der Welt. Ja, also da auch schon damals dieser Glaube an den Weltuntergang, so wie jetzt 2012, nur weil der Maya-Kalender zu Ende ist. Lag vielleicht daran, dass sie keinen Platz mehr hatten, das aufzuschreiben. Vielleicht ist die Kultur auch schon, bevor sie noch weiter aufschreiben konnten, schon zu Ende gegangen. Ja, das Buch ist aufgeteilt. Teil 1 und Teil 2 geben das Treiben und das Verbrechen der Hexe wieder und die teuflische Welt der Dämonen wird beschrieben. Ja. Teil 3 ist die Anleitung zur Durchführung der Hexenprozesse. Ja, dann geht's das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es ist bis jetzt immer noch interessant, auch wenn es sehr schrecklich ist.